Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Meine Vorrednerinnen und Vorredner haben die fachpolitischen Aspekte des vorliegenden Antrags bereits ausführlich dargestellt. Auch der Kompromiss, den die Koalitionsfraktionen gemeinsam mit der AG Freie Schulen dazu erzielt haben, ist bereits erklärt worden. Mir bleibt nun an dieser Stelle vor allem der Dank an die Vertreterinnen und Vertreter der AG Freie Schulen. Mein ganz besonderer Dank gilt dabei Frau Petrovic-Wettstedt und Herrn Steinbach. In den letzten Monaten gab es zahlreiche Gespräche. Die unterschiedlichen Interessen und Standpunkte wurden immer wieder ausgetauscht. Dabei war der Umgang stets konstruktiv, der Austausch in der Sache selbstverständlich hart, persönlich, aber immer fair. Das war beispielhaft und dafür sage ich Danke. Die SPD-Fraktion begrüßt darüber hinaus besonders, dass die Koalition und die AG Freie Schulen gemeinsam zu einer Einigung gefunden haben. Mit der Festschreibung der Entwicklungsstufe 4,5 in der Entgeltgruppe E13 im Brandenburgischen Schulgesetz haben wir einen für alle Seiten tragfähigen Kompromiss gefunden. Damit wird Rechtssicherheit für die nächsten Jahre geschaffen. Die freien Schulen werden mit dieser Regelung rund 6% mehr Geld im Jahr bekommen. Das sind etwa 15 Millionen Euro im Jahr. Das ist gut und das ist richtig so. Für uns als SPD-Fraktion war immer essentiell, dass wir die freien Schulen durch die Erhöhung der Zuschüsse im Vergleich zu den staatlichen Schulen nicht übervorteilen. Das haben wir sorgfältig geprüft und das können wir ausschließen. Der vorgeschlagene Kompromiss ist aus unserer Sicht eine faire Lösung, mit der die freien Schulen gerecht finanziert werden, ohne die staatlichen Schulen dabei zu benachteiligen. Mit der heutigen Überweisung des Gesetzentwurfs der Landesregierung an den Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport beginnt nun das parlamentarische Verfahren. Am Ende dieses Verfahrens werden wir diesen Kompromiss auch hier im Plenum beraten. Noch sind wir nicht ganz so weit. Einige Fragen sind noch offen, einiges ist noch zu klären. Dafür wird es Anhörungen und Diskussionen im Ausschuss geben. Aber es ist gut, dass in den wesentlichen Punkten heute bereits Einigkeit herrscht. Wir können uns jetzt auf die wichtigen Detailfragen konzentrieren, darauf freue ich mich und dafür sage ich nochmal Danke.